Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Himmelwärts mit dem Medium Alex. Ja, heute mit mir alleine, was wahrscheinlich auch die nächsten Tage sein wird, denn, ja, ich könnte es eigentlich mal gleich ein bisschen erklären, aber erstmal will ich kurz was schauen, und zwar, wir haben hier unsere Plattform, wo wir immer noch, ja, verzweifelt weiterbauen, und hier hat sich jetzt anscheinend jemand, mit an unseren Weg angeschlossen, hat hier ein Haus angefangen hinzubauen. Das ist krass drunter, okay. Müssten wir eigentlich mal, okay, hier sind Items drin, aber kein Schild, wem das hier gehört. Okay, okay. Oder habe ich es übersehen hier am Anfang? Nein, kein Schild. Das ist aber schade. Egal. Genau, eine Sache mal ganz kurz. Erstmal muss ich gleich schon mal umbringen, weil meine schon wieder so wenig Essenskeulen. Hui! Warum ist Pierre nicht mit dabei? Ganz einfache Geschichte. Also wir haben ja samstagsabends nehmen wir normalerweise auf. Wir haben jetzt gerade Samstag auf Sonntagnacht, wo ich das aufnehme, schon ein bisschen später. 2 Uhr gerade, und ich nehme das Ganze heute allein auf, einfach aus dem Grund. Weil Pia und ich haben heute Abend, also gestern Abend, zwar Reset zusammen aufgenommen, mal wieder nach ein paar Monaten. Aber er hatte irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen im Moment und kann einfach nicht so lange am Stück irgendetwas mit Konzentration machen, ohne dass er wieder Kopfschmerzen bekommt. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, dass er halt eben mit Reset aufnimmt, aber weil Reset nicht alleine funktioniert, ich kann nicht einfach alleine Reset aufnehmen, und da brauchten wir, wie gesagt, auch wieder neue Folgen. Und deswegen ich, ja, zumindest mal heute, wahrscheinlich auch am Mittwoch, die Folgen komplett alleine machen werde. So, ich gucke gerade sowas, wie wir alles so haben, aber ich würde, glaube ich, eher erstmal ein bisschen rumlaufen. Wie gesagt, hier haben wir ja was komplett Neues. Ich will jetzt eine Suppe machen schon wieder. Hier haben wir was Neues. Ich habe keine Ahnung, wir haben das letzte Mal vor 2 Wochen aufgenommen. Letzte Woche kamen zwar Folgen, aber die waren eigentlich schon vor 2 Wochen, weil vor 2 Wochen nichts kam. Alles mega kompliziert, sorry dafür, aber ich habe eigentlich immer noch Bock auf das Projekt, also ja, natürlich weiterhin. Und ich weiß aber gar nicht, was abgeht, da wir nicht in der, also ich nicht in der Skype-Gruppe bin und so weiter. Habe ich keine Ahnung, was für Items dazu kam. Ist für mich jedes Mal wieder eine neue Überraschung, was denn hier alles so passiert ist. Okay, die Karotten sind hier nicht ganz so hoch gewachsen in der Zwischenzeit. Doch, manche davon schon, manche davon nicht. Alles klar. Hat das jetzt vielleicht auch hochgewachsen? Vielleicht auch nicht. Hier ist Sand. Da ist ein bisschen Holz. Ach, Umfragen gewinnen. Das ist Sand. Aha. Und das ist so aufgeteilt. Heißt das, jeder kann sich da ein bisschen was rausnehmen oder was? Weil das kommt mir extrem so... Und hier haben wir Suppen. Boah, hier ist ein Herz eingezeichnet, wenn ich es richtig sehe, aus Holz und Suppen drumherum. Suppen sind cool, aber woher kommen die Suppen? Kommen die aus dem Gewinn oder kommen die aus... oder haben wir irgendwo eine Nee, haben wir nicht, ne? Das hatte ich ja irgendwann mal vorgeschlagen in der Aufnahme mit Josh, dass man sich eigentlich für die für dieses Item, was man sich wünscht, was wir uns jede Woche wünschen können, dass wir uns eigentlich eine Mushroom-Kuh, also eine Suppenkuh wünschen könnten, denn damit hätten wir gar keine Essensprobleme mehr, wenn wir eine davon hätten. Aber weiß ich jetzt nicht, inwiefern es umgesetzt wurde. Ich gucke auch noch in der nächsten Folge wahrscheinlich hier rein, denn da müssten jetzt auch schon wieder 2 neue Sachen. Josh House sieht echt nice aus. Also, soweit ich jetzt da reingegangen bin. Wenn ihr das weiter von innen sehen wollt, da will ich jetzt irgendwie nicht spoilern, was weiß ich. Also, ich glaube, er ist ja relativ aktuell, von daher sollte Spoilern nicht möglich sein, aber. Ja. Alter, what the fuck? Da merkt man halt schon, dass Leute ziemlich hart spielen und wir ziemlich. Ja, wenig, würde ich mal sagen, aber... RIP. Alles klar. Ja gut, da haben wir gerade ein paar Karotten, die wir uns geerntet haben. Die schönen Ruhe essen können, die ich mir gerade geerntet habe. Und nein, ja gut, ich schmeiß die lieber weg. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich wollte mich eigentlich noch ein bisschen weiter umgucken, aber es gibt anscheinend keine Pilzkuh. Sondern nur Pilzsuppen irgendwie, oder? Weil wenn es wirklich eine Pilz... Aber sind die Pilz... Woher kommen die Pilzsuppen? Also vielleicht kommen die ja auch aus irgendwie Pilzsuppen aus einem... Doch, da ist eine Pilzkuh. Also haben wir doch anscheinend aus einem... was ich vorgeschlagen habe, wurde anscheinend doch umgesetzt.
Weil wie gesagt, ich habe halt keine Ahnung, was in die Umfragen kommt, weil ich halt Skype nicht mehr nutze, weil ich deswegen nicht in dieser Skype-Konfi drin bin. Aber ich hatte halt immer vorgeschlagen, yo, lass doch einfach eine Sub-Kuh, eine Mushroom-Kuh mal spawnen quasi, weil dann haben wir unendlich Essen. Und das ist wohl geschehen in einer der beiden letzten Umfragen. In einer wird wohl jetzt Sand dazugekommen sein, wie es in der Kiste aussieht, und in der anderen hier die Kuh. Und das ist halt echt mega nice. Jetzt haben wir gar kein Essensproblem mehr. Wir brauchen eigentlich nichts anderes mehr. Wir können einfach uns die ganze Zeit von Suppen ernähren. Komm her. Ist hier eine Dings drin? Nee, ist es nicht. Warum ist die so am Ende des... Ja, die ist irgendwie ein bisschen scheiße, steht die da hinten gerade, ne? Ah, okay, jetzt doch. Genau, können wir uns das Inventar ein bisschen voll machen und können da hinten ein paar... mache ich jetzt auch ein paar Kisten hinten bei uns hin. Alter, wie schön. Es ist endlich keine Essensprobleme mehr. Eigentlich braucht man gar nichts mehr jetzt, außer Suppen, weil ganz ehrlich, eine Kuh, man kann immer wieder hingehen, sich bedienen. Das ist eigentlich extrem geil, deswegen hätte ich das auch damals vorgeschlagen. Ja, und dann wurde es irgendwie umgesetzt jetzt. Das finde ich auf jeden Fall mega, mega nice. Und ich werde jetzt, habe ich auch keine Hungerprobleme mehr, brauche mich auch nicht mehr in den Tod zu stürzen. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Dann werde ich jetzt erstmal gerade eben eine Dings machen. Mal gerade gucken. Das. Was brauche ich noch? Scheiße. Eine Spitzhacke wäre noch ganz gut. Dann kann ich mir noch ein bisschen Holz nehmen. Dann kann ich mir nämlich direkt mal noch ein paar Truhen machen. Weil dann muss ich auch nicht immer so weit latschen. Wir haben ja genug Bowls im Endeffekt. Oder wie auch immer die auf... einmal reinschiften alles. Dann gehen wir nämlich gleich hinter und holen uns das alles auch noch raus. Übrigens geht es, wer es nicht weiß, das Ganze geht so. Man nimmt also das mit dem Reinschiften und Rausschiften, was ich gerade gemacht habe. Man nimmt sich ein Item in die Hand, also ein Item wählt man aus. Dann geht man über ein zweites Item derselben Art und hält dabei Shift gedrückt und macht dann einen linken Doppelklick. Und dann geht alles in die Truhe und aus der Truhe raus. Wer es noch nicht wusste, weiß es jetzt. Jo, machen wir mal so. Ein bisschen anordnen hier. So, okay. Jo, Kisten habe ich mir ein paar gemacht. Bowls habe ich auch noch ein paar Stück. Was kann man sonst noch so machen? Ich kann noch ein bisschen mehr machen. Also ich hole jetzt erstmal ein bisschen Essen hier hinter, weil ganz ehrlich, ich habe keinen Bock, jedes Mal bis da hinten, wo die Kuh jetzt steht, zu latschen. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal ein paar Mal hin und her und hole mir ein bisschen was an Essen da. Und ganz ehrlich, jetzt können wir auch unser Feld und sowas darauf eigentlich scheißen, weil... Man braucht halt eigentlich wirklich nichts anderes mehr. Also das ist halt nur so, ja... Was steht denn hier eigentlich drauf? Er baut vor Neo, bitte Kuh nicht töten. Ja, boah, Alter, was für ein... Das wäre ziemlich dumm, wenn jemand die Kuh tötet. Oh. Und schon wieder Inventar voll. Ja, ich muss jetzt ein paar Mal hin und her rennen. Aber ist ja egal, wenn ich jetzt beim Hin und Her rennen ein bisschen Essen verbrauche. Ist ja kein so ein großes Problem. Nö, aber das ist echt eine schöne Sache. Ich will schon wieder ein Süppchen direkt gönnen. Oh Mann, irgendwie ist das cool. Irgendwie ist das extrem cool. Und ja, alle Essensprobleme... Hallo? Gibt's jetzt nicht mehr. Das ist sehr entspannt. Ich würde gerade überlegen, ich mache mir noch ein bisschen was an... Wie heißen die... Habe ich ja mein Minecraft eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch? Ich habe es auf Englisch, okay, deswegen Bowls. ja gut, das war jetzt ein bisschen heftig vielleicht wieder, was ich mir an Dingern gemacht habe. Aber gut, wir können uns eh genug Calls erfahren. Und dann kann ich ja auch, wie gesagt, in der nächsten Folge, denke ich mal, werde ich das machen, die dann am Mittwoch erscheint. Ja, ich gehe jetzt erstmal stark davon aus, dass die Woche alle drei Folgen nur mit mir kommen. Und ja, dann werde ich einfach mal... Ich habe es eingesammelt, hoffentlich. Dann werde ich einfach mal in der nächsten Folge auch noch... Ich kann schon wieder gerade nicht reden. Genau, dann werde ich einfach mal in der nächsten Folge auschecken, was es da so für zwei neue Welten gibt. Das hat zwar auch mal alles in... Ich glaube, ich werde dann auch mal nachlesen, weil das kann ich auch easy nachlesen, was da für ein Zeug... was für Welten freigeschaltet sein sollten. So. Aber ich glaube, zwei Doppelchests reichen auch. Aber ich hatte halt wenig Motivation, jetzt die ganze Zeit hin und her zu rennen hier. Deswegen mache ich jetzt mal gerade eben das kurz. Obwohl das jetzt auch schon... Das gibt mehr als wie noch eine Chest. Ja gut, machen wir mal kurz den da. Ich nehme noch ein bisschen Holz. Ja gut. Habe ich gesagt, dass ich dafür nur ein bisschen Holz ausgeben wollte, aber ja gut. Ich glaube, jetzt haben wir wenigstens keine Probleme mehr, was das angeht.
setzen wir noch eine Kiste drauf. Und dann passt es auf jeden Fall. Mit dem ganzen Essen. Ich weiß, es ist nicht allzu spannend, weil ich hier die Folge nur gerade hin und her renne. Aber ich finde es echt spannend, dass sich hier jemand hingesetzt hat. Aber kein Schild hier hingesetzt. Das finde ich ein bisschen schade. Ein Schild mit dem Namen, weil hier steht ja nur Pia und Alex quasi, weil wir hier ja den Weg dahin angefangen haben. Also es soll jetzt auch nicht irgendwie rüberkommen, als ob wir ein Problem damit hätten, wenn da jemand sein Haus hinbaut. Auf gar keinen Fall. Aber ein Namensschildchen wäre mal ein guter Vorschlag, dass wir überhaupt wissen, wer das ist. Weil ich muss sorry geschehen, dass ich bei so wenigen Leuten vorbeischaue in den Videos und deswegen keine Ahnung habe, wer das ist. Na komm schon. Und es wird schon wieder dunkel. Und wir haben immer noch kein Bett. Das ist halt ein bisschen traurig, weil irgendwie sollte es mal für jeden ein Bett geben. Und wir haben halt nicht mal eins. Also wir haben als zwei Personen nicht mal ein Bett. Das ist irgendwie traurig. Ich glaube, Neo hat es ja mal gesagt, als wir mit ihm aufgenommen haben oder so, dass eigentlich jeder, also es genug Wolle geben sollte für alle Leute, die da sind. War es aber irgendwie anscheinend nicht, weil wir haben ja keine. Das ist irgendwie komisch. So, jetzt noch einmal dorthin und, noch zweimal, glaube ich. Und dann haben wir es aber auch. Ach, immer diese Hin- und Herrennerei. Aber dann haben wir auf jeden Fall genug Essen dort, dass wir da auch in nächster Zeit erstmal nicht weg müssen. Und das Haus hier sieht auch echt schon fresh aus. So, noch ein paar Stück. Ah, noch eins, perfekt. Und dann müssen wir nochmal herkommen. Und die Tür geht ja immer voll automatisch zu aufgrund der Druckplatte. Und es wird schon wieder dunkel. Mäh. Na gut, obwohl mir kann es eigentlich egal sein, ob es dunkel wird, weil, ja, ich habe eh nichts mehr so richtig. Mir kann es erst egal sein, ob es dunkel ist oder hell ist. Ist jetzt nicht so wild. So. Die Truhe ist voll, die Truhe ist voll. Ey, wenn da jetzt jemand einfach mal vorbeikommt und in unsere Kisten guckt, denkt er sich auch nur, alles klar. Übertreib ein bisschen, Alex. Dann werde ich erstmal, ja gut, genau, nächste Folge werde ich erstmal da hinten halt reingehen und mir die ganzen Sachen anschauen. Und dann kann man auch ein bisschen, ganz einfach mal ein bisschen mehr an der Base bauen in der übernächsten Folge dann. Weil man da halt auch nicht weg muss und sich nicht die ganze Zeit umbringen muss oder so ein Scheiß. Ist also auf jeden Fall keine so eine schlechte Idee. Ei. Ja, passt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich denn in meinem Inventar lasse, aber mein Inventar ist eigentlich, muss jetzt nicht so, keine Ahnung, muss jetzt ja nicht so, so aufgeräumt sein. Also ich brauche nicht viel Items in meinem Inventar, also kann ich eigentlich relativ viele Suppen mitnehmen. Immer. Ich würde sagen, ich lasse das einfach so hier und tue die Seite dann in die Truhe. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Aufteilung. Die Bäume kann man auch mal irgendwann abholzen. Ah, scheiße, jetzt wenn ich jetzt shifte, na gut, ich mache jetzt so, weil ich will nicht, dass die ganzen Suppen auf der rechten Seite weggeschiftet werden. So, okay, dann gehen wir mal, ja komm, wir gucken uns nochmal weiter um. Ich habe mir gerade überlegt, was ich mache, weil ich jetzt eigentlich erst in der nächsten Folge da hinten das Portal rein will. Und daher würde ich mal sagen, gucken wir uns hier erstmal ein bisschen um. Hier gibt es eine richtig schöne Kakao-Farm. Daraus kann man sich dann Cookies machen, aber Cookies sind von der Ernährung her so nervend. Ja, hier gibt es auch Cookies, aber die, ja, die sind halt geil so als Gadget, aber wirklich nährreich sind die halt überhaupt nicht. Was zu Neo aus der Matrix, okay. Ach, Neo hat hier so übertrieben. Stimmt, der hat hier schon damit, als wir mit ihm aufgenommen haben, hat er ja schon angefangen hier so auszurasten. Und ja, hat halt einfach fortgesetzt des Todes. What the fuck, da oben gibt es ein, ohne Scheiß, dieses Kacke hier bringt mich nur um. Das ist das, wenn man dauernd zwischen 1.8 und 1.10 wechselt und dann immer wieder dieser Auto-Jump automatisch eingeschaltet wird und man dann immer irgendwelche Barrikaden hochläuft. Daran bin ich schon vorhin am Anfang der Folge gestorben. Das ist irgendwie nicht so geil. Aber der Weg hier oben ist auf jeden Fall geil. Kann man sich hier irgendwie runterschwimmen? Na, okay, ich habe keine Rüstung, da kann ich mich nicht runterwerfen. Schade. Schade. Hier gibt es eine Leiter. Ja, aber eigentlich hätte so ein Fallschacht wäre noch geil gewesen. So ein Fallschacht mit so Ranken. Entweder Wasser unten, dass man eben nicht stirbt, oder eben Ranken. Guck mal, hier Kürbisse. Kann ich mir auch mal gerade einen abbauen.
mal, alles ist normal. Warum? Weil das Texture Pack, wegen Reset haben wir das Texture Pack, oder habe ich das Texture Pack bearbeitet, sodass der, dass das Bild eben normal ist. Normalerweise hat man ja so eine verschwommene, eingeschränktes Sichtfeld mit einem Pumpkin oder mit einem Kürbis eben auf. Aber so halt eben nicht. Und ja, bräuchten wir für irgendwas Sand? Sand bräuchte man, um zum Beispiel Zuckerrohr anzubauen. Für was weiteres fällt es mir jetzt aber gerade gar nicht ein. Okay, wir können nochmal da hinten hier gucken. Hier ist ja auch, hier ist die Kuh gewesen, genau. Aber wir können nochmal gerade hier gucken, was hier denn noch so gebaut wurde. Bei Dani, ob da noch irgendwas gemacht wurde. Ach nee, hier ist Lyris. Okay, Dani, hat die nicht auch irgendwo ein Haus gehabt? Egal. Hier ist immer noch der Knochenblock. Enderperle, alles klar. Das heißt, irgendwie sind hier doch Endermänner gespawnt. Okay, wie auch immer. Hier stand auch irgendein Schild, was ich nicht lesen konnte. Manu, okay. Und Pain ist hier. Hier ist Pain. Hier wohnt V-Pain. Alter, ist der ein bisschen eskaliert? Nee. So viel hat sich gar nicht verändert, glaube ich, im Vergleich zum letzten Mal, oder? Also hier sind ein paar Rüstungsständer, okay. Aber wir haben ja schon vor zwei, also bei den letzten Aufnahmen hier reingeschaut und da hat sich gar nicht so viel verändert, obwohl es 2 Wochen waren. Er hat halt schön sortiert, aber die Kisten sind jetzt auch nicht so übermäßig voll, wie man es erwarten hätte können. Er hat halt Glas, okay. Also hat er den Sand daraus benutzt, der in der Belohnung drin war, oder in dem, wie auch immer man es nennt. Hat halt lauter Rüstungsständer mit halben Rüstung drauf. Gibt es hier irgendwo eine Monsterfarm oder sowas, wo man das herbekommen kann? Wahrscheinlich ist das eine der Sachen, die freigeschaltet wurde, sowas in der Art. Oder irgendwer hat es gebaut, keine Ahnung. Hier war ich schon. Okay, da hinten ist jetzt auch nicht so großartig weitergebaut. Das ist sogar, kommt mir fast so vor, als könnte fast wie unsere Plattform sein. So von der Ausgebautheit. Okay, hier kommt man auch schon so uns. So großartig groß ist das Ganze hier gar nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Man kann hier einmal im Kreis laufen und das war's so unbedingt. Also, ich denke mal, Josh ist hier noch aktiv am Projekt. Ich werde auch mal gleich nach, also nicht gleich nach der Folge, sondern nach der Aufnahme, werde ich auch mal ein bisschen, glaube ich, noch durch die anderen Kanäle mal ein bisschen switchen. Wer denn noch so alles aktiv ist, aber es sieht gar nicht so krass aus, dass so viele Leute aktiv sind bei dem Projekt noch, weil, oder ja, schon relativ schnell nicht mehr aktiv sind, weil irgendwie, keine Ahnung, so viel Fortschritt machen die Leute ja auch nicht, beziehungsweise manche Sachen sind halt so überhaupt gar nicht in den letzten 2 Wochen vorangekommen. Also hier, Neo ist auf jeden Fall noch am Start, das sieht man. Ich glaube, das hier ist von Josh dann die Hütte, da geht es auf jeden Fall auch straightforward, das ist klar. Aber ansonsten, ja, also das hier sieht halt krass aus. Was steht denn hier? Herdenwand, Rossum, bla 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 bla, okay. Das hier sieht halt geil aus, kann man nicht anders sagen. Na gut, aber ich glaube, ich will auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer, dass ich jetzt die Folge beende. Wir haben uns alles angeschaut, haben uns hier Suppen von A nach B transportiert. Es hat sich echt erstaunlicherweise gar nicht so viel getan. Oder es fühlt sich für mich einfach nicht so an, ich weiß es nicht. Dafür, dass ich jetzt im Endeffekt vor 2 Wochen das letzte Mal auf dem Server war, hätte ich mir mehr erwartet. Gut, es steht halt auf einmal, die erste Überraschung, die man natürlich ein bisschen hatte, ist auf einmal, oh, es steht ein Haus neben uns. wo bitte noch das Schild anzubringen wäre, von wem es ist. Vielleicht finde ich es ja auch noch raus, aber glaube ich irgendwie nicht. Wer könnte das denn sein? Also hier ist auch gar kein Hinweis oder so, ne? Hat lauter Öfen. Für was könnte der jetzt Öfen gebraucht haben? Für den des Steins? Nee, hat keinen gebrannten Stein, oder? Nee. Ach, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. In der nächsten Folge, die dann am Mittwoch um 19 Uhr natürlich erscheint, werde ich erstmal werde ich jetzt gleich hier nachaufnehmen. Und da gehe ich dann direkt mal in die neuen Sachen hier hinten rein. Und ja, würde sagen, das war's von der Folge. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.